Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad Tutorial, KiCad 5.1.0. Und ich möchte euch heute noch einmal zeigen, wie man Gerber-Files exportiert, wie man PDFs exportiert und auf was es dann bei der Platinenbestellung drauf ankommt. Das hatte ich zwar schon mal in einem letzten Video gezeigt, aber ich möchte noch mal genauer darauf eingehen und das hier mal an einer rechteckigen Platine und nicht an einer runden Platine, weil sich da doch das eine oder andere besser erklären lässt. Dazu öffnen wir erstmal ein Projekt, was ich vor geraumer Zeit mal gemacht habe, und zwar ist das ein GPS-Board auf Basis des Arduino Mega 2560. Und wir sehen hier mal den Schaltplan. Das sind jetzt einige Bibliotheken, die ich, da ich das ganze Projekt auf einem anderen Rechner gemacht habe, müssen die jetzt mal hier importiert werden. Das bestätigen wir mit OK. Wir sehen dann hier einmal den Schaltplan. Im Prinzip, was haben wir hier? Wir haben hier eine ganze Menge Konnektoren, auf die ich hier einige digitale Pins herausführe, dann hier einmal vom Arduino Mega die serielle Schnittstelle Nr. 3 mit dem seriellen mit dem I2C-Bus. Dann haben wir hier nochmal einen Konnektor für Spannungsversorgung und wir haben hier nochmal einige analoge Eingänge, die ich auch auf einen Konnektor herausgeführt habe, und wir haben dann zusätzlich noch einen sogenannten Level Shifter. Auf diesem Level Shifter habe ich jetzt Folgendes gemacht. Dieser Level Shifter kann also zwischen 3,3 Volt und 5 Volt switchen, und ich habe da einmal hier die TX1 und RX1 über dieses Level Shifter geführt und habe das hier auf ein GPS-Board geführt. Und zusätzlich, da dieser Level Shifter ja hier 8 Ein- und Ausgänge hat, bidirektional, habe ich hier nochmal die serielle Schnittstelle 2 rübergeführt, den analogen Eingang A0 und A1. Und ich kann damit also jetzt diese Eingänge und diese Serienschnittstelle auch mit 3,3 Volt anschließen oder 3,3 Volt Bauelemente anschließen und die hier über die Konnektoren, über den Level Shifter dann auch sauber auf 5 Volt führen. Und ebenfalls nochmal hinzugefügt hier den I²C-Bus. Das heißt, das ist eine ein Multifunktionsboard, was also hier verschiedene Busse mit 5 Volt zur Verfügung und digitale Eingänge mit 5 Volt zur Verfügung stellt und digitale Ein- und Ausgänge inklusive UART-Schnittstelle und I2C über 3,3 Volt dann auf 5 Volt geschiftet. Und zusätzlich hier nochmal ein GPS-Board zur Positionsbestimmung. Das wird eine Multifunktionsplatine für ein größeres Projekt. Sowas kann man also auch mal machen. Ja, was haben wir dann? Dazu haben wir hier die, wir speichern mal die Änderung, die Platine. Die sieht dann so aus. Also hier unser Arduino Mega. Ich blende mal die Kupferfläche aus. Wir haben also hier unser Arduino Mega unten drunter. Hier oben ist der Edge Cut wie ein Arduino Mega, genau der gleiche Umriss. Und wir sehen dann einige Bauelemente hier. Das ist hier diese graue Linie, der Umriss vom GPS-Board. Hier sehen wir dann die Pads zum GPS-Board mit den entsprechenden Anschlüssen. Auch die serielle und die I²C Bus-Schnittstelle sind hier angeschlossen und gehen dann hier im Verlauf folgend über den Level-Shifter und kommen hier dann auf der anderen Seite mit 5 Volt wieder raus und gehen dann entsprechend auf den Arduino Mega, da dieses GPS-Board hier nur 3,3 Volt versteht. Ja, was sehen wir hier noch? Wir sehen hier einige Konnektoren, auch die habe ich hier angefügt. Das sind jetzt hier die 5 Volt Konnektoren. Wir sehen also hier einmal zum Beispiel den Konnektor J3, der ist hier mit A9, 10, 11 und 12 verbunden. Man sieht das hier an den Leiterbahnen und dann mit 5 Volt und mit
Ground angeschlossen, ja, zur Spannungsversorgung, und ich könnte jetzt hier vier analoge Eingänge mit 5 Volt Maximum betreiben. Ja, dann haben wir natürlich hier noch über den Level Shifter verbunden einen weiteren Connector, der dann unsere Miso MOSI SPI zur Verfügung stellt und das Ganze dann auf 3,3 Volt. Ja, soweit so gut. Ich denke, das Prinzip ist erstmal verstanden. Was habe ich jetzt hier noch an dieser fertigen Platine gemacht? Ich habe hier die Bemaßung eingefügt. Auch das hatte ich schon mal gezeigt. Das kann man hier mit diesem Modul N ausführen. Hier unten Button N für Bemaßung, und ich kann also hier eine Bemaßung einfügen. Wozu die gut ist, werde ich euch dann gleich nochmal zeigen. Ja, dann kommen wir mal zum Gerber-Plot. Gerber-Plot, wir gehen hier oben auf Plotten. Postscript HB, Postscript oder Gerber-Format oder dieses HPGL, das neue Format. Das kann ich also hier über den Button Plotten erreichen oder über Datei und dann Plotten. So, wenn ich hier auf diesen Button klicke, ich ziehe es mal größer, sehen wir jetzt hier ein Fenster, in dem uns angeboten wird, welche Lagen wir plotten möchten und wo wir sie hinplotten möchten. Ich stelle jetzt hier mal um auf Gerber, dann ändert sich auch das Fenster. Und ganz wichtig hier, wenn ich hier nichts eintrage, wird das Ganze im vorgegebenen Projektordner von KiCad gedruckt. Das heißt, das wäre also jetzt hier der Ordner KiCad und GPS-Board Mega 2560. Das heißt, ich hätte dann hier in diesem Ordner meine ganzen Libraries, meine Projekte, den Schaltplan, das PCB-File und so weiter und so fort, das Template und dazu noch die 20 Gerber-Dateien. Das macht wenig Sinn, denn wir wollen ja diese Gerber-Dateien zum Platinenhersteller schicken und müssen diese dann in ein ZIP verpacken. Und wenn ich jetzt hier diese ganzen Dateien eh schon drin habe und dann noch 20 dazu und muss mir die anderen alle noch raussuchen, dann habe ich ganz schnell mal was vergessen oder irgendeine Gerber-Datei übersehen, mit dem Resultat, dass mein Platinenhersteller mir entweder die falsche Platine liefert oder mir eine Mail schickt und sagt, er kann sie nicht produzieren. Deshalb hatte ich auch das schon eingangs erwähnt, hier diesen Ordner Gerber zu erstellen, und in diesen Ordner Gerber werden wir jetzt mal einfach unsere Gerber-Dateien drucken oder plotten, und hier können Sie dann von hier aus auch ganz einfach in ein ZIP-File verpacken, was wir dann an den Hersteller versenden, und ich habe hier automatisch alle Gerber-Dateien erwischt, ohne da irgendwas zu vergessen. Automatisch geht das also in die richtige Richtung. Ja, was brauchen wir dazu? Wir wählen dann natürlich hier den Ordner KiCad Gerber aus. Und wenn ich jetzt hier auf Öffnen gehe, sagt er natürlich, soll ein relativer Pfad verwendet werden oder der richtige Pfad. Ich mache hier mit relativen Pfad mit OK, und dann sehen wir hier als relativen Pfad dieses Punkt, Punkt, Slash Gerber Slash. Beim Windows werde ich genauso gefragt, da ist es dann halt nur der Unterschied zum Backslash, der Windows-Unterschied. Ja, was haben wir hier? Als nächstes wollen wir uns mal die Bohrdateien erzeugen. Wir brauchen ja eine Drill-Datei, und dann gehen wir hier unten auf Bohrdatei. Was natürlich vorher gelaufen sein sollte, ist hier der DAC-Check. Ich zeige es hier nochmal schnell. Der sollte gelaufen sein. Diese Footprint-Umrissüberschneidung, die nehme ich in Kauf, weil ich weiß, was sich dahinter verbirgt. Das ist also jetzt ein Fehler, den ich beruhigt in Kauf nehmen kann. Auf den möchte ich jetzt hier nicht näher eingehen. Hier sollte natürlich dann kein Problem mehr sein bei euch an euren Platinen. So, wie gesagt, hier auf Bohrdateien erzeugen. Wir wollen natürlich Exelon und wir wollen Gerber-Format, Gerber-Exelon. Ich kann jetzt hier nochmal einstellen verschiedene Millimeter- oder Zollangaben. Ich nutze hier Millimeter, weil bei den chinesischen Platinenherstellern, die sind also mit metrischen Maßen vertraut. Und ich nutze hier also Millimeter.
und das Ganze als Gerber und im Dezimalformat. Ja, aber wie gesagt, ich kann natürlich auch auf Zoll umstellen. Ja, und wir gehen hier einfach auf Bohrdatei generieren und wir sehen jetzt hier PTH und MPTH Drill. Die wurden schon erzeugt und liegen jetzt im Ordner Gerber. Und das sehen wir auch hier, sind sie jetzt schon da. Ja, dann schließen wir das Ganze. Hier in den Einstellungen müssen wir jetzt auf die Lagen aufpassen. Welche Lagen brauchen wir? Wir brauchen natürlich die Kupferlage oben und unten. Paste sollte mit dabei sein, Silk und die Mask. Das ist auf alle Fälle ganz wichtig. Silk ist der Bestückungsdruck. Mask ist diese Lötstoppmaske. Die ist ganz wichtig. Die muss da sein, um hier die Pads freizustellen. Sonst kommt hier überall der Lötstopplack drüber. Das ist ganz wichtig. Hatte ich auch schon gezeigt. Die Edge Cuts. Und ich habe hier noch die Bauteil-Umrissdateien mit geplottet. Ob die jetzt für die Herstellung der Platine so notwendig sind, sei jetzt mal dahingestellt. Ich schicke sie immer mit. Bis jetzt hat es noch keine Probleme gegeben. Ja, und beim Paste ist hier ganz wichtig, Ober- und Unterseite Paste ist für die SMD-Geschichte ganz wichtig. Wer also hier eine SMD-Maske für einen Wärmeofen, wer sowas hat oder bestücken möchte, noch dazu benötigt, dann ist dieses F-Paste notwendig. Ja, ansonsten hier drüben die Standardeinstellungen würde ich einfach so lassen. Das ist eigentlich schon richtig gewählt. Die Linienbreite auch mit 0,15 mm, soweit so gut. Ja, hier das Koordinatenformat 4, 6, auch das lasse ich so wie es ist. Und wir können jetzt plotten klicken. Und wir sehen also, dass jetzt hier diese Dateien alle geplottet wurden. Wir schließen das Ganze. Ich öffne jetzt hier mal meinen Ordner Gerber. Und ihr seht jetzt hier, ich habe hier nur die Gerber-Dateien drin. Nichts anderes außer diese Gerber-Dateien. Und ich kann jetzt einfach hierher gehen und sagen mit STRG A, ich markiere sie alle, Rechtsklick und jetzt müsste ich mal schauen, komprimieren, hier unten ist es. So, wir komprimieren das Ganze, nennen wir es einfach GPS Board und das Ganze als ZIP. Ich könnte jetzt hier unter dem Linux noch auswählen, welche Komprimierungsart die Platinenhersteller nutzen, aber in der Regel ZIP. Und das nutze ich dann auch und ich lege das auch gleich hier in den Ordner Gerber. Ich könnte jetzt hier noch in den erweiterten Einstellungen ein Passwort vergeben. Das macht natürlich keinen Sinn, weil der Hersteller das natürlich nicht weiß. Also lassen wir das hier weg. Ja, bei anderen Komprimierungsverfahren könnte ich jetzt hier noch die Komprimierungsstärke einstellen. Soll aber hier nicht Thema sein. So, wir legen das Ganze an. Damit ist der ganze Spaß hier drin. Und ich kann jetzt diese anderen Dateien hier auch schon alle in den Papierkorb schicken, denn ich habe sie ja hier alle sauber verpackt. Ja, was legen wir uns dazu noch an? Wir legen uns ein neues Dokument, ein leeres Dokument an und nennen das info-gpsboard.txt und hier tragen wir jetzt dass diese Platine eine zweilagige ist. Zweilagig. Und die Maße, Länge, Doppelpunkt, da muss ich jetzt hier nochmal rein scrollen, 101,6 können wir auch aufrunden auf 102 mm und Breite haben wir hier 53,3, also 54 mm. So, wozu ist das Ganze gut? Diese Datei kann ich jetzt nutzen, wenn ich irgendwann mal eine Bestellung mache und meine Platinen gehen aus und ich muss eine Nachbestellung machen, kann ich also diese Infodatei einfach mit einem Doppelklick im Texteditor öffnen und kann dann, ich speichere das mal,
Und ich habe jetzt hier diese beiden Dateien. So, habe ich also irgendwann mal eine Nachbestellung in einem halben Jahr oder sowas, brauche ich ja nicht erst KiCad zu öffnen, um bei der Bestellung der Platinenhersteller die Fragen ab, ob es eine zweilagige oder eine einlagige Platine ist. Und die wollen natürlich auch die Außenmaße wissen. Brauche ich da also nicht erst KiCad zu öffnen und in meinen Projekten zu suchen, wie waren denn jetzt die Maße, sondern ich gehe einfach hierher auf Infotext, dann habe ich hier die Länge, Breite und zweilagig oder einlagig. Für den Hersteller kann das auf der Herstellerwebseite direkt eintragen in das Abfrageformular und zum Schluss ist in jedem Abfrageformular dann der Upload-Link für die GBS-ZIP-Datei. Lade das Ganze hoch, bezahle das mit PayPal oder mit was auch immer, Kreditkarte etc. und ich kann meine Platinen problemlos nachbestellen. Das Ganze habe ich dann hier mit Steuerung X, packe ich das hier mal an. Und gehe hier in mein GBS-Board. Ich kann es jetzt hier direkt reinlegen oder ich mache mir meistens dann zusätzlich noch einen Ordner, den nenne ich dann Gerber fertig und lege die dann hier rein. Und wie gesagt, kann jetzt jederzeit hier meine Platinen bestellen, auch wenn ich mal Nachschub benötige für einige Projekte. Ja, das erstmal dazu. Bevor aber irgendwas bestellt wird, sollte man natürlich bei einem fertigen Projekt prüfen, ob alles richtig ist. Und zwar, was ganz wichtig ist, dass also hier jedes Bauteil angeschlossen ist, dass die Abstände der Pins passen und dass sich die Bauteile hier nicht gegenseitig verdrängen. Wie machen wir das? Auch wir gehen hier wieder auf Plotten und wählen aber diesmal PDF aus. Wir wollen also mal ein paar PDFs drucken und hier ist es ganz wichtig, wir brauchen eigentlich nicht die F-Paste, brauchen wir nicht, auch die Mask brauchen wir nicht. Was wir brauchen ist es Edgecut und die Bauteilumrisse und natürlich die Kupferober- und Unterseite. So, wenn wir das jetzt plotten, können wir natürlich hier noch also Platinenumrissumlage nicht in andere Platinen, in andere Lagen plotten. Das wählen wir auch bitte ab. Und wir brauchen keine Bohrlochplatinen. Das ist soweit in Ordnung. Und wir gehen jetzt mal auf Plotten. So, jetzt werden diese Dateien erstellt. Wir könnten sie jetzt auch theoretisch ausdrucken auf Papier. Das macht auch durchaus Sinn. Da kann man sich nämlich die Bauteile auf dem Papierausdruck auslegen, auf gut Deutsch gesagt. Das ist auch eine sehr schöne Lösung. Allerdings, und das zeige ich dann noch, ist dann zu beachten, dann müsste ich hier auf Drucken gehen. Muss hier allerdings beim Drucken beachten, wenn ich es jetzt hier auf Papier ausdrucken möchte mit meinem normalen Drucker, dass ich hier die Skalierung 1 zu 1 wähle, dass auch meine Maße wirklich 1 zu 1 an den Drucker übertragen werden, die Skalierung. Und ich muss auch beim Druckertreiber in der Abfrage zum Druckertreiber, wenn ich jetzt hier in Datei drucke, müsste ich auch hier nochmal aufpassen, ob es hier noch die Einstellungen gibt. Das ist bei manchen Druckertreibern der Fall, die Einstellungen auf Seite anpassen oder 1 zu 1 drucken. Es muss 1 zu 1 sein, damit auch wirklich die Maße alle 1 zu 1 stimmen. Wenn ihr einen Drucker habt, der das dann auf irgendeine Größe anpasst, könnt ihr eure Bauteile hier nicht mehr mit den Pads vergleichen. Das bitte als Hinweis beachten. Ja, und dann könnte ich das hier ausdrucken und kann mir dann auf dem Papier die Platinen oder die Bauteile auslegen. So, ich schließe das mal hier wieder. Wir haben jetzt die PDFs ja geplottet, andere Vorgehensweise. Und ich gehe jetzt hier zurück in meinen Ordner Gerber. Auch die habe ich hier in den Gerber-Ordner gedruckt. Und welche Teile brauche ich jetzt? Wir haben jetzt also zum Beispiel mal hier die Oberseite von unserer Platine und wir sehen jetzt hier den Edge Cut außen herum und wir sehen hier die einzelnen Bauteile, die Umrisse der Bauteile aus unseren Bibliotheken. Deshalb bei den Umrissen, die ihr beim eigenen Erstellen von Footprints nutzt, immer etwas größer
werden, damit ihr auch auf der sicheren Seite seid. Ihr seht jetzt hier schon, zum Beispiel hier unten, wird es jetzt langsam eng. Hier muss auch mal, sollte man auch mal auf Papier wirklich ausdrucken und die Bauelemente ablegen und kontrollieren, ob das wirklich auch passt und sich die Bauelemente hier nicht gegenseitig verdrängen. Ja, das ist also ein Ausdruck, der ganz wichtig ist. Bitte das kontrollieren, bevor ihr da irgendwas in die Produktion gebt. Auch wichtig ist natürlich die Kupferoberseite, FCU. Das ist jetzt diese Oberseite. Auch diese ist jetzt 1:1 gedruckt. Und ich empfehle auch hier, die Bauelemente aufzusetzen, mal das auf Papier auszudrucken und einfach mal die Bauelemente auf das Papier zu stellen und zu prüfen, passen hier meine Pin-Abstände. Ja, bei dem Level-Shifter, bei dem GPS-Bauteil, was ich hier benutzt habe, und ganz wichtig hier bei diesen Konnektoren. Ich hatte hier ja in diesem Projekt einige JST-Konnektoren verwendet und da gibt es zwei Modellreihen, nämlich einmal mit 2,5 und mit 2,54 mm. Da bitte aufpassen, die 2,54 mm, das geht dann, also in die Footprints in Keycaps sind 2,5 mm und bis zu 3 oder 4 Pins geht das dann, wer die falschen Konnektoren hat mit 2,54. Geht das dann gut, ab dem 5.6. läuft dann das Maß aus und ihr könnt dann mit dem, ja, ihr könnt sie dann einfach nicht mehr positionieren. Wie gesagt, ich kann dann hier, wenn ich meine JST-Konnektoren habe, drucke ich mir das einmal auf Papier aus und lege die wirklich mal hier drauf und schaue, sind die Füße genau in der Mitte von dem Pad, ja, von den Abdrücken. Das mache ich jetzt hier mit der Bauteiloberseite, mit allen Bauteilen und das gleiche dann eben auch auf der Unterseite zu prüfen, auf mal ruhig mal drauflegen und schauen, ob das passt, ja, dass ihr da sicher seid, denn wenn die Platine produziert ist und ihr stellt dann fest, dass er mit euren Bauelementen nicht hinkommt oder die sich gegenseitig verdrängen, ist der Ärger groß. Ja, selbst wenn man es von Hand selbst ätzt. Ja, auch hier. Dann haben, ne, das ist nicht so weit wichtig, das ist jetzt der Bestückungsdruck. Da könnte ich jetzt nochmal kontrollieren, ob hier alle Bestückungsdrucke auf der unteren und oberen Seite ausgeführt werden. Auch das kann man vielleicht nochmal prüfen. Dann sehen wir hier nochmal den Bestückungsdruck auf der Oberseite. J2, J3, Card, LS1, Level Shifter, GPS Board etc. Das kann man auch nochmal kontrollieren, ob das auch alles gedruckt wird. Das ist dann quasi der weise Bestückungsdruck. Das empfehle ich auch nochmal. Gut, wenn der jetzt vielleicht mal fehlen würde, wäre es nicht ganz so kritisch. Aber sieht dann doch schöner aus. Ja, und so hangelt man sich quasi durch die ganze Geschichte durch, bis man fertig ist. Ruhig auch zweimal machen, mal ein bisschen eine Pause dazwischen machen und das dann prüfen. Vielleicht nochmal auch eine zweite Person drüber schauen lassen. Einfach aus dem Grund, ja, die eigenen Fehler sieht man meistens nicht. Das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Ich denke, das ist jetzt hier nochmal klar geworden. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit hierarchischen Schaltplänen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und viel Spaß bei KiCad.